Und jetzt rein da. So, ich komme. Hallo. So, oh. Hey Leute, was geht? Willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal, nämlich ein weiteres Bed Wars Video. Und wir haben in der letzten Folge in Bed Wars haben wir hier mal kurz das neue Kit ausprobiert. Auf jeden Fall richtig, richtig cool. Aber sie haben schon wieder mal was gebufft. Und das sind natürlich meine Lieblingssachen, nämlich die Ballons. Und deswegen würde ich sagen, guck mal an, wie krass bufft wurden. Und ob wir eventuell einen von den neuen Maps kriegen, denn da sind noch ein paar neue Maps dabei. Deswegen würde ich sagen, los geht's. Squads mit der neuen Karte, nämlich Construction Site. Das ist die neue Karte, Construction Site. Wir sind auf jeden Fall... Ah, die Mitte. Die Mitte sieht sehr interessant aus. Wie gesagt, ich kenne die Map noch gar nicht gespielt. Deswegen, wir gucken mal, was uns erwartet. So, Construction Site. Mal gucken, wie Construction Site funktionieren wird. Auf jeden Fall hier wieder oben die tolle Anzeigeliste. Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr clean und sehr gut aussehend. Ich muss dazu sagen, ich glaube, Russian ist hier sogar noch sehr, sehr einfach sogar, weil die Inseln echt nah beieinander stehen. Oh ja, die sind echt sehr höllisch nah beieinander. Das ist gefährlich, aber kann auch gut sein. So, ich gehe mal kurz hier. Boah, gehen wir kurz hier hin. Ja, wir sind schon sofort in der Mitte. Okay, dann gucken wir uns mal Construction Site an. Das ist sogar zweiebenig. Oha. Okay, also fast wieder Tempel so gesehen. Wir müssen eigentlich nur... hat einer uns zugebaut? Ah, okay, wir müssen zurück. Das ist zu gefährlich. Wenn die Blau jetzt kommt, dann nehmen wir unser Bett sofort auseinander, weil irgendwie keiner will mal das Bett einbaut. Auch wieder echt genial. Das heißt, wir holen uns schnell wieder zurück zu unserem Bett und bauen das noch kurz ein, weil wie gesagt... Ach, ich hoffe, der baut jetzt einen der Bacon Head. Aber klar, er baut es natürlich nicht an. Also können wir schon mal davon ausgehen, wir haben das absolute Noob-Team hier. Das heißt, wir müssen versuchen, was wir können, alles rauszureißen an Skills, Performance, whatever. Weil wenn unser Bett immer noch nicht zugebaut ist, dann checken die das Game, glaube ich, nicht so richtig. Ja, okay. Wenigstens einer, der anfängt, mal das ansatzweise einzubauen nach, weiß nicht, wie lange schon. So, einmal kurz Holz holen. Warten, bis der Dude hier mal fertig gebaut hat. Und dann können wir schon loslegen. So, einmal kurz das Bett hier nochmal einbauen in Holz. Aber wir brauchen noch ein bisschen mehr. Aber bis jetzt sieht die Map sehr geil aus und noch sehr, sehr gut gegen Bow-Sniper oder halt an sich Sniper. Wir müssen da gucken, dass wir, wie gesagt, hier ein bisschen unter Kontrolle halten. Weil, wie gesagt, wenn jetzt hier auf Construction Site gleich die Hölle abgeht, dann geht die Hölle ab, aber ordentlich. So, genug wieder für Holz. Das heißt, einmal kurz noch weiter das Bett einbauen mit Holz. Zack, 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 zack. Und dann einmal hier oben das auch noch gleich zumachen. Aber kann es das sein, dass wir jetzt an sich ein bisschen 4 Sekunden Cooldown hatten, weil gerade eben hatten wir auch 4 Sekunden Cooldown. Wurde das an sich so ein bisschen erhöht? Ich weiß gar nicht, das würde mich mal interessieren. Aber wir gucken mal. So. So, bauen die das Bett jetzt bitte vollkommen ein. Ne, tun sie. Ach, es ist alles wieder echt ein krasses Noob-Team. So, dann haben wir wieder 40 Sekunden, noch den Rest einbauen. Das heißt, alles ist soweit eigentlich hier safe. So, mal kurz mal die Front ein bisschen zubauen. So, und jetzt können wir schon ins Gefecht reingehen, als Pirat natürlich. Ich würde ja gerne bei manchen schon die Base mit dem Kanonenteil kaputt schießen. Ach Mist, oh Mann, wir waren so knapp, aber die Animation irgendwie war zurückgedrückt. Oh Mann, Leute, aber das können wir schaffen. Das sind, glaube ich, noch die Einzigen, die so überleben, ne? Das ist eine ganz quicke Runde, das heißt, wir können das eventuell durchziehen. Mal gucken. Ich würde ja lieber da mit einer Kanone reinballern, ne? Da würde ich lieber mit einer Kanone reinballern. So, wir können mal versuchen, nochmal schnell ein bisschen aufzutreiben für eine Kanone, dann können wir die dazu bombardieren. Weil ich finde, das Bombardieren ist halt so krass. Ist das jetzt ein Gegner oder ist das ein Feind? Das ist ein Gegner sogar. Warte, den holen wir uns noch kurz. Ach Mann, ey, jetzt hab ich den Block da nicht gesehen, Mann. Was ist denn das? Oh, okay. Wir werden es nochmal versuchen. Wie gesagt, ich bin gerade hier hingeblieben, aber er wartet schon darauf locker. Er wartet schon darauf. Ich warte mal kurz und jetzt hole ich mir ihn. Ah, er rennt weg einfach. Er rennt weg. Will mich locken. Oh, der wurde aber gerade zu Tode geschossen. Oder? Wir warten. Ah, komm. Na, okay. Also anscheinend juckt das sie nicht. Wir gucken mal kurz. Uiuiui. Gut, das hat nicht so funktioniert, wie ich gedacht habe. Hätte auch eigentlich keinen Sinn ergeben, wenn das funktioniert hätte. Ich brauche mal ein bisschen hier Rohstoff für eine Kanone. Das wäre mir ganz lieb. Aber ich kann jetzt aber schon mal sagen, es hat jetzt von den Balloons jetzt nicht krass artig was verändert. Das fühlt sich noch an wie damals, früher, beim ersten Mal, wie ich das halt gezeigt habe am Dienstag. Aber es fühlt sich auf jeden Fall richtig, richtig gut an. Und wie gesagt, gefällt mir auf jeden Fall die Balloons, so wie sie sind, sind immer noch gut. So, ich brauche kurz noch ein bisschen Rohstoffe und dann kann ich hier schon zubombardieren. So, einmal TNT, mal gucken, wie weit das TNT ich geflogen kriege. Wie gesagt, man muss natürlich sagen, man kann diese TNT-Kanone abwehren, indem man einfach halt auf ganz oldschool-klassisch... Oh Gott, das Film. Ja, komm, klopf dich mal mit denen, ich gehe kurz rüber. Ich nehme auf ganz oldschool-klassisch halt... Oh nein. Ah, Mist! Okay, ich habe was halt geplatziert. Oioioi. Das ist immer, wenn man redet und halt sich gleichzeitig noch aufs Gameplay konzentriert. Was ich sagen wollte ist, dass
dass alles noch so funktioniert. Das heißt, wenn die Kanone kommt oder wenn einer mit einer Kanone agieren sollte, dann könnt ihr die ganz... Team Blau lebt immer noch? Was? Oha, wusste gar nicht. Dann könnt ihr ganz einfach die Leute damit abwehren, indem halt, wenn die Kanone kommen sollte, halt die dann damit abschießen. So, Team Gelb prügelt sich mit. Komm, ich mach ein bisschen Teaming hier, Kappa. Okay, der einmal... Ein, okay, der fällt runter, okay, warte, oh, ganz, also das gefällt mir schon jetzt schon diesen, an dieser Map, man kann sich durch diese, sag mal, ja, Baurohstoffe sich einfach dahinter vercampen, so, aber wir kommen nicht richtig voran, ne, wir kommen hier nicht richtig voran, also irgendwie unser Team ist echt ekelhaft, wir müssen mal in die Mitte, ich habe das Gefühl, da ist, außer jetzt Blau ist, da habe ich keiner in der Mitte, ne, also du kommst mir vor, außer Blau ist da keiner absolut in der Mitte, das heißt, wir gehen mal kurz in die Mitte rein, holen uns mal kurz ein paar Rohstoffe, so. Also hier mit dem Bow durchzupfeffern, das glaube ich ist sehr... Oh, Junge, was ist da los? Okay, der hat aber anscheinend richtig viel gesammelt. Also mit dem Bow durchzukommen ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr schwer. Blue ist komplett raus, das ist dann gut für uns. Das heißt, einmal hier mal kurz gucken. Aber sonst gibt es hier, glaube ich, nichts, ne, in der Mitte. Oh, das ist ein gelber. Achtung, Achtung, Achtung. Oh, warten. Ah, okay, so. Ah, komm. Der hat gerade... Knapp. Komm. Ah, Mist, okay. Ja gut, dann waren die anscheinend ein bisschen stärker. Aber, ja, man sieht schon, die haben da auf jeden Fall, ja, eine nice Map rausgebracht. Die gefällt mir. Die gefällt mir wirklich. Also, wenn man halt keinen Bock hat, auf Bow gespammt, dann ist das auf jeden Fall die Map für euch. Mal kurz gucken, was hat er jetzt geupgradet eigentlich überhaupt? Er hat Protection, Damage und, ja gut, das eine Level, das ist jetzt nichts Krasses. Aber okay, jetzt hat der Teamgenerator 2 gemacht. Einmal kommt jetzt hier ein Gelber. Wir kämpfen natürlich außenrum. So, zack, zack, zack. Komm, zack. Oh. Ah, ja, nice. Ui, ganz knapp. Ganz knapp. So, perfekt. Ich würde so gerne bombardieren. Komm, wir bombardieren jetzt. Komm. Zack. Emirates habe ich keine. Das heißt, Abfahrt, los geht's. So. Hoffen wir mal, dass ich jetzt diesmal nicht wieder verkacke. Einfach aus Stress. Ich hoffe, ich komme jetzt auch nicht. Wir könnten. Also, das Problem ist, man muss sich erstmal ein bisschen mit der Kanone ein bisschen zusammenfühlen, weil die ist. Ja. Ah, komm, so ungefähr. Mal testen. Ich habe nur 2 Schüsse. Ah, der kam gut an. Ja, okay, der kam nicht so gut an. Das heißt, go. Oh, Alter. Oh je. Ja gut, da ich das nicht überleben kann, alleine ist natürlich klar. Aber wir haben gesehen, das TNT ist andersweise angekommen. Aber nur andersweise. Das heißt, vielleicht nächstes Mal ein bisschen weiter in diese Richtung aimen. So, wieder mal eine neue Kanone kaufen. Zack, bisschen Iron hier. Wir bräuchten, glaube ich, mehr Schüsse. Wir bräuchten wesentlich mehr Schüsse. Das heißt, mehr Eisen brauchen wir. Das heißt, wir müssen kurz einmal hier nach hinten rennen. Obwohl, da ist noch eine Kanone noch. Die habe ich nicht genutzt. Egal. Dann haben wir jetzt 2 Kanonen. Haben wir noch eine auf separat. So, einmal kurz hier rüber, dann zu Blau rüber. Dann können wir da noch ein bisschen was abstauben. Und dann müssten wir eigentlich so gut wie möglich ausgerüstet sein für genug TNT-Sprengungen. Oh ja. Oh. Ah, noch ein bisschen. Wir gehen mal kurz zu Rot. So, einmal kurz bei Rot angekommen. Und wie viel? Was, hä? Ah, wollte gerade schon sagen. Lul. Okay, 8 TNT haben wir. Ah, da kommt ein Gelb. Oh, das ist mir gerade unangenehm, dass der Gelb jetzt da kommt. Das ist mir ein bisschen unangenehm. Ich muss irgendwie was... Ich muss ihn irgendwie da runterschlagen. Komm, fall runter. Oh nein, er fällt nicht runter. Ach man, ich hatte so viel TNT. Ach ey, das ist so belastend. Weil wir hätten da so easy das übernehmen können eigentlich. Ah, Mist. Ah, Kacke. Ich brauche irgendwie eine bessere Rüstung. Ohne bessere Rüstung geht es einfach nicht. So, wir haben jetzt ein bisschen bessere Rüstung. Versuchen wir nochmal auf ein neues. Wie gesagt, einfach nur kurz mal im Kreis rennen und dann einmal kurz gucken, wo wir denn eigentlich... Oh, hast du mit Holz zugebaut? Oh je. Okay. Oh, ich habe immer gerade einen Kill abgestaubt irgendwo. Ja gut. 4 Diamanten für mich. Auch praktisch. Also auf jeden Fall steht die Kanone noch da. Die Kanone steht da nicht mehr. Okay, die wird anscheinend abgerissen. Oh je, ich habe gerade hier das Target genommen. Wie gesagt, wenn wir die Kanone dann müssen neu platzieren, ist eine neue Kanone und brauchen auf jeden Fall viel TNT zum Bombardieren. Boah, oh mein Gott, das war richtig knapp. So, wir haben kurz schnell zu Blau gehen und so gucken, dass die jetzt hier eventuell ein bisschen Eisen für mich übrig haben. Eine kleine Spende für mich, bitte. Bitte. Ja, doch, das kann man mitnehmen. Und nochmal eine extra Kanone. So, okay, mal kurz wieder zurück zu unserer Base. Aber nebenbei können wir kurz einen kleinen Abstrich machen hier in der Mitte. Nein, ich bin runtergefallen. Oh, ich bin so ein Depp, Mann. Oh, und jetzt bauen sie noch sogar... Okay. Es wird sehr kritisch. Es wird sehr, sehr, sehr kritisch. Wir haben auf jeden Fall einen, der hat das Rage Blade auf jeden Fall. Und ja, wir müssen jetzt irgendwie eingreifen. Wir müssen wirklich auf alte Züge drauf fahren. Egal. So, wie gesagt, wir müssen jetzt ein bisschen hier
standardmäßig bauen. Wir brauchen eine bessere Spitzhacke auf jeden Fall. Ich weiß auf jeden Fall, die haben da nochmal einen Axt drin. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall eine Axt kaufen. So, jetzt haben wir natürlich eine bessere Axt. Mal kurz, dass er kommt, dann kann ich runterschießen. Ah, Leute, einer mit dem Rage bist du einer von uns. Okay, das macht natürlich ein bisschen besser. So, einmal kurz vorgehen. Oh, ja, okay, sie bauen gerade ihre Bude heftig da ein. Das ist, glaube ich, na, nicht so geil. So, mal gucken, mal gucken, mal gucken. Mann, jetzt bin ich schon wieder runter. Er springt nicht, Mann. Oh, ich krieg langsam das Kotzen. Er ist einfach nicht gesprungen. Ach, manchmal drücke ich drauf und dann springt er einfach nicht. Das ist doch zum Kotzen. Das ist doch einfach zum Kotzen. Also die Runde ist wieder schon ein bisschen härter. So, einmal kurz Zipline gebaut. Das heißt, ich kurz schnell da rüber ziplinen. Und das machen wir mal kurz. So, einmal kurz rüber. Dann holen wir uns mal kurz noch ein paar Eisen ab für die Kanone dann. So, einmal geben bitte. Danke, danke, Eiler. 8 TNT. So, jetzt darf ich es wieder nicht verkacken. Sonst bin ich einfach nur absolut irgendwie ein Noob in der Runde. Aber ich will noch voll Zauber ein gutes Schwert holen. So, einmal Schwert und ein Ballonpack. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal jetzt da rüber. Oh, 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 ei, 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 ei. Alter, danke, Alter. Ich glaube, das war nicht für mich gemeint, aber okay. Alter, nehme ich auch gerne an. So, dann gehen wir mal rüber. Und machen dann die Hölle von den Heiß. So, 2 Ballons. Abfahrt. Machen wir kurz hier die Kanone schon mal bereitstellen. Und dann gleich darauf ein bisschen ballern. So, ein bisschen höher diesmal. Ungefähr so. Und jetzt mal kurz testen. Oh ja, der kommt gut. Und jetzt rein da. So, ich komme. Hallo. So, oh. Ja! Oh, schnell weg, schnell weg, schnell weg. Oh, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Easy GG win, Alter. Ja, oh mein Gott, ja, nice, 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 nice. Oha, 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 komm, komm, den bitte ich noch weg, den bitte ich noch weg. Ja, nice. Okay, der ist mitgezogen worden in den Tod. Das heißt, nur noch einer von Team Gelb ist da. Oh mein Gott, war das gerade gut. So, dann einmal kurz hier wieder ein Schwert kaufen. Pupp, Ballons. Also ihr seht schon, Leute, diese Ballons, die sind so krass einfach. Ich will jetzt, glaube ich, nicht mehr rechtzeitig da ankommen, weil die gerade den komplett auseinandernehmen. Aber ich würde sagen, GG win. Und ich würde sagen, das war es dann auch schon mit diesem Bad Wars Video. Wie gesagt, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Wenn ihr richtig Ehrenmänner seid oder auch Ehrenfrauen, dann lasst einfach mal ein Abo auf diesem Kanal da. Aktiviert die Glocke, dass ihr keine weiteren Videos von Bad Wars oder sonstiges auf meinem Kanal nicht mehr verpasst. Checkt auf jeden Fall meine Roblox-Gruppe ab, da gibt es momentan den limitierten, den neuen Pre-Fire-Merch von meinem kommenden 5K-Merch, nämlich diesen Suit hier. Und wir sagen uns das nächste Mal. Haut rein, Leute, und ciao!